Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es nochmal um Objektorientierung und zwar um Methoden. Das bedeutet, unser Pinguin, den wir das letzte Mal erstellt haben, der bekommt jetzt hier zusätzlich noch Methoden, das heißt Funktionen, um irgendwelche Sachen zu machen. Und um nur kurz zu zeigen, wie wichtig Methoden sind in einem Objekt drin, das hier ist eine Methode, das hier ist eine Methode, das ist dieselbe wie da oben und das ist nur in diesem kleinen Teil hier. Das ist im Prinzip auch eine Methode, die aber direkt auf dem Document ausgeführt wird. Das ist eine Methode hier eigentlich. Also im Prinzip ist fast alles eine Methode, was ihr so habt. Und das ist ziemlich krass, wenn man sich das so überlegt, dass wirklich fast alles eigentlich objektorientiert irgendwie angeordnet ist in JavaScript. Bringt auch so ein bisschen was, wenn man so die Sprache komplett verstehen möchte, denke ich. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr das hier versteht. Okay, also Methoden. Wie mache ich das? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich schreibe mir jetzt hier einfach wieder mal ein this. Das kennt ihr ja schon. Das ist einfach, ich möchte meinem Pinguin eine neue, wichtige Variable oder sowas geben. In unserem Fall jetzt tatsächlich eine Methode. Aber Methoden sind eigentlich auch nur Variablen. Und deswegen schreiben wir jetzt hier eine Methode, beziehungsweise eine Variable. This.gotGoFast. Ist gleich eine Funktion. So, Function und ohne Namen vorne dran. Also das heißt, ihr habt jetzt hier ein ist gleich und keinen Namen vor dieser Funktion. Hier können jetzt aber ganz gewöhnliche Parameter rein, wie zum Beispiel schneller. So, und wir haben jetzt hier einfach diesen Parameter schneller. In unserem Fall soll das jetzt bitte immer eine Zahl sein. Und wir sagen, dann ist eben this Punkt Schwimmgeschwindigkeit. Das bedeutet, wir greifen darauf zu und wir verändern die jetzt. Wir sagen, this Punkt Schwimmgeschwindigkeit ist gleich this Punkt Schwimmgeschwindigkeit plus schneller. Ich mache das mal in eine neue Zeile, damit ihr das auch wieder lesen könnt. So, also wir erhöhen sozusagen unsere Schwimmgeschwindigkeit um das, was wir hier drin angeben. Deswegen den Namen gotta go fast. Ja. Und was wir hier jetzt machen wollen ist, ihr erinnert euch, Franz hatte die Schwimmgeschwindigkeit 4. Jetzt machen wir einfach mal Franz. Gotta go fast. Und wir lassen ihn einfach jetzt mal um 4 km/h schneller schwimmen. So, das ist jetzt einfach ein ganz normaler Aufruf. Hier wurde jetzt nichts irgendwie zurückgegeben oder sowas, aber Return-Werte kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Hoffentlich zumindest, die kann man hier auch noch alle benutzen. Und jetzt rufen wir einfach mal window.alert auf und lassen Franz.schwimmgeschwindigkeit ausgeben. So, mal gucken, was jetzt hier passiert ist. Und wir haben plötzlich unsere Schwimmgeschwindigkeit auf 8. Wenn wir das Ganze jetzt hier zweimal hinschreiben würden, zum Beispiel so, dann haben wir unsere Schwimmgeschwindigkeit auf 12. Und so könnt ihr zum Beispiel Variablen verändern, die hier drin stehen. Ihr könnt natürlich auch den Namen neu setzen, ihr könnt es auch komplett umsetzen, also ihr müsst nicht hier irgendwie das Ganze erhöhen. Ich wollte euch nur mal kurz so ein Beispiel zeigen, was man damit machen könnte. Ihr könnt damit machen, was ihr so ziemlich wollt. Was man häufig tatsächlich macht, ist, man nimmt diese ganzen Methoden hier und lässt sie oder gibt ihnen eine sogenannte Set-Methode, das heißt eine this.setName. Okay, haben wir schon in dem Fall. Was man dann aber hier eingibt, also das ist dann auch einfach eine Funktion, eine Function, und hier wird dann zum Beispiel der neuer Name eingegeben und dann sagt man hier this.name ist gleich neuer Name. Im Prinzip, das ist sozusagen die Möglichkeit, wie ihr eure Attribute oftmals neu setzen könnt. Das macht man relativ häufig, aber muss man gar nicht machen. Ich habe hier hinten dran allerdings was Wichtiges vergessen, und zwar das Semikolon. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Sachen zurückgeben, wie bei ganz normalen Methoden, also komplett alles machen, was ihr so machen wollt. Zum Beispiel können wir jetzt hier auch einfach sagen, return 42. Und wir müssen diesen Wert ja nicht benutzen, aber wir wollen ihn benutzen. Deswegen sagen wir jetzt hier mal, var x ist gleich franz.gottagofast. Das ändert erstens mal die Schwimmgeschwindigkeit von Franz mit dieser Zeile hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier Franz.schwimmgeschwindigkeit ausgeben, ist die immer noch auf 8 gesetzt, weil 4 plus 4 8 ist. Aber gleichzeitig könnte ich jetzt hier natürlich x ausgeben und x wäre in unserem Fall dann 42, weil ich 42 ja hier zurückgegeben habe. Das heißt, es ist gleichzeitig noch wie eine normale Methode, nur innerhalb der Klasse.
Und ihr habt jetzt hier die super Möglichkeit, quasi auf genau diese Objekte zuzugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier franz.gottagofast ausführe, dann kommt was anderes raus, wie wenn ich Franziskas Methode aufrufe. Das heißt, hier, das fragen wir jetzt mal nicht ab, hier kommt dann was anderes bei raus. Denn Franziska.schwimmgeschwindigkeit war vorher 5 und jetzt ist sie 5 plus 4, sprich 9. Bei Franz war sie davor 4 und 4 plus 4 ist 8. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, über this diese eigenen Attribute oder diese eigenen Variablen innerhalb des Objekts zu manipulieren und mit denen zu arbeiten, irgendwelche Berechnungen durchzuführen. Aber tatsächlich könnt ihr das sehr, sehr schnell dann einfach auf ein neues Objekt übertragen und diese Berechnung kann dann auch auf diesem neuen Objekt funktionieren. Das heißt, ich habe hier einmal über 5 plus 4 gerechnet und ich habe einmal über 4 plus 4 gerechnet und wusste davor nicht mal, was hier tatsächlich gemacht wurde. Diese zwei Zeilen, die brauche ich gar nicht, wenn ich das hier schreiben möchte. Die kann ich einfach komplett ignorieren. Das heißt, ich habe hier sozusagen meinen Aufwand gekapselt. Und das ist ziemlich cool, wenn man irgendwie was machen möchte, was man davor noch nicht genau weiß, ob man es jetzt braucht oder nicht oder wie genau man es braucht und man möchte es möglichst abstrakt machen. Das macht den Code richtig schön erweiterbar und deswegen würde ich euch stark empfehlen, sehr, sehr viel mit diesen Dingern zu arbeiten. Okay, das war's von meiner Seite erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!